den Begriff kenne ich gar nicht. Ich kenne Rohstoffe. Ich kenne Rohstoffe, die wir gebrauchen sollten und nicht verbrauchen. In der heutigen Zeit ist der Müll nicht mehr das, was das war früher. Heute ist der schon fast Gold geworden. Müll ist die Basis für die industrielle Zukunft Deutschlands. Die Leute werden klingeln und bei Ihnen fragen, haben Sie noch ein altes Handy für mich? Wenn ich irgendeinen Müllhaufen sehe, dann denke ich, ja, was könnte ich da draus noch machen? Müll zu machen ist einfach nur dumm. Wer Müll macht, ist einfach nur ein Idiot. Es ist dringend notwendig, dass unsere Gesellschaft irgendwann eine Welt ohne Müll hat. Und das ist möglich, weil alles wertvoll ist. Spannungsanlage. Wer gute Chemie macht, macht Produkte für Kreisläufe. Doch so weit sind wir noch lange nicht. Weltweit wachsen die Müllberge. Nach wie vor ist Recycling teuer und aufwendig. Deshalb versuchen Tom Szaky und seine amerikanische Firma TerraCycle einen anderen Weg. Für uns gibt es kaum Abfall, der nicht in ein neues, möglichst umweltfreundliches Produkt verwandelt werden könnte. Das wollen wir schaffen. Und weltweit helfen uns dabei inzwischen Millionen von Menschen. Trenton, New Jersey. Hauptsitz von TerraCycle. Tom Szakys Idee ist einfach, Produkte aus Abfall herstellen. Das Neue ist, er bietet seine Kreativität direkt den Unternehmen an. Und die zahlen dafür, dass Szaky für deren nicht recycelbaren Müll eine Lösung findet. Lampenschirme aus Stiften entstehen so. Taschen aus Plastikplanen, aber auch Düngemittel aus Haushaltsabfällen. Jeder kann Müll für TerraCycle sammeln. In den USA machen das schon 25 Millionen Menschen. Jetzt kommt die Idee nach Deutschland. In Mainz baut Tom Szaky das europäische Headquarter auf. Hallo. Ist das TerraCycle? Ja. Cool, mein Name ist Wolf. Hi. Hi. Nice to meet you, Wolfram. I'm Tom. Nice to meet I'm you. I'm Wolf. Nice meeting you. Nice. How are you doing? Well. Good. Thank you. Thank Excellent. How was your flight? Wie war dein Flug? Gut. Ich bin gerade heute Morgen gelandet. Das ist unser erster Tag hier und wir bauen gerade alles auf. This is your first day. Echt? Euer erster Tag? Ja, wirklich. Wir sind heute hier eingezogen. Und ihr habt das gerade erst aufgebaut? Naja, die Tische standen schon, aber wir wollen gleich unser Graffiti aufhängen. Oh, kann ich mal sehen? Can you show me? Yeah, I haven't even seen it, so let's have a look. So this is how you start a company. Nail graffiti to the wall. Das Graffiti war früher mal eine Werbeplane. Die gibt's in Amerika überall. Für Tom Szaky ein Rohstoff, zum Beispiel für Rucksäcke. Wir sind diejenigen, die weltweit die meisten Werbeplanen einsammeln. Danach arbeiten wir mit einer Firma wie Jetpack zusammen, die das Material zu einem Rucksack verarbeitet und dann verkauft. Also bist du sowas wie ein Müllhändler? Correct. Würden Studenten das denn tragen? Ich denke schon. Diese Rucksäcke haben allein letztes Jahr 10 Millionen Dollar eingebracht. Echt 10 Millionen Dollar? Ja, sowas um den Dreh. Uns geht es nicht um die Tasche. Wir wollen so viel Müll wie möglich sammeln und dann wieder benutzen, recyceln oder upcyceln. Das Produkt ist nicht das Ziel, es ist nur die Lösung. Im Leben von Tom Szaky dreht sich inzwischen alles um Wiederverwertung. Und er kämpft unermüdlich dafür, dass Müll sein negatives Image verliert. Für ihn ist Müll Möglichkeit. Und die sieht er überall, in jeder Mülltonne. Windeln machen 2,5% unseres gesamten Mülls aus. Schau dir nur mal diese Mülltonne an. Alles voll mit Windeln. Windeln bestehen aus drei verschiedenen Materialien. Aus Kunststoff, dem organischen Material und einem speziellen Kristall, das Flüssigkeiten aufnimmt. Wir schreddern das Material und trennen die Kristalle von dem Kunststoff. Daraus entstehen dann Parkbänke und das Kristall.
Kristall wird als Düngemittel für die Landwirtschaft genutzt. Okay. All right. And the crystal we mix into soil for the farming industry. Actually, what we see here is. Also sind volle Windeln eigentlich Gold wert? Windeln in Gold zu verwandeln, ist allerdings teuer und aufwendig. Das lohnt sich nicht für die Recyclingwirtschaft. Das wissen auch die Windelhersteller und fürchten dadurch ein Imageproblem. Also beauftragen sie TerraCycle damit, Ideen für ihren Abfall zu entwickeln. In der Natur gibt es so etwas wie Müll nicht, denn sonst würde die Natur gar nicht funktionieren. Müll ist eine menschliche Idee und gleichzeitig eine ziemlich moderne Sache, denn Müll ist letztlich die Summe von komplexen Materialien und Konsum. Das Problem ist nur, wenn wir so weitermachen, ist unsere Welt irgendwann komplett zugemüllt. Deshalb müssen wir als Gesellschaft unbedingt den Punkt erreichen, an dem Müll erst gar nicht mehr entsteht. Und das ist möglich. Wenn wir Müll nicht als wertlos, sondern als wertvoll behandeln und die Materialien immer wieder in die Kreisläufe bringen.